In diesem Video geht es um holomorphe Funktionen. Außerdem werden die Cauchy-Riemann-Gleichungen behandelt, mit denen sich einfach zeigen lässt, ob eine Funktion holomorph ist oder nicht. Eine Funktion f ist holomorph oder auch analytisch genannt, falls sie überall komplex differenzierbar ist. Das heißt, die Ableitung existiert in jedem Punkt. Man kann es einerseits für jeden Punkt überprüfen, aber es geht viel einfacher, wenn man die Cauchy-Riemann-Gleichungen verwendet, um zu zeigen, dass eine Funktion holomorph ist. Wir haben z gegeben als x plus iy und wir haben eine Funktion gegeben, die sich durch einen Realteil und einen Imaginärteil beschreiben lässt. Die Funktion f ist holomorph, falls die Ableitung von u nach y gleich minus der Ableitung von v nach x ist und falls die Ableitung von u nach x gleich der Ableitung von v nach y ist. Ist z als Polardarstellung gegeben, dann schreibt sich die Cauchy-Riemann-Gleichung als die Ableitung von u nach r ist gleich 1 über r der Ableitung von v nach phi und die Ableitung von u nach phi ist gleich minus r Ableitung von v über r. Das möchten wir jetzt für einige Funktionen anschauen. Als erstes die Funktion f von z gleich Sinus von z². Diese Funktion ist holomorph, da sowohl z² als auch Sinus holomorphe Funktionen sind und die Kombination ist dementsprechend wieder holomorph. Als nächstes f von z gleich z komplex konjugiert im Quadrat. Hierfür verwenden wir die Definition und wir bilden die einzelnen Ableitungen, also u ist x² minus y² und v ist minus 2xy. Leiten wir u nach x ab, erhalten wir 2x. Leiten wir v nach y ab, erhalten wir minus 2x. Man kann sehen, dass sie nicht gleich sind und somit die erste Cauchy-Riemann-Gleichung nicht erfüllen. Deswegen ist die Funktion nicht holomorph. Als nächstes schauen wir die folgende Funktion an. Schon direkt gegeben mit Realteil und dem Imaginärteil. Die Ableitung von u nach x ist gleich 3x² minus 3y² minus 2. Die Ableitung von v nach y ist gleich 3x² minus 3y² minus 2. Also genau das Gleiche. Die Ableitung von u nach y ist minus 6xy. Die Ableitung von v nach x 6xy. Die beiden erfüllen also auch die Cauchy-Riemann-Gleichungen und deswegen ist die Funktion holomorph. Als Folgerung davon gilt, für die Ableitung einer holomorphen Funktion kann man sie zusammensetzen aus der Ableitung von u nach x plus i mal die Ableitung von v nach x oder aus die Ableitung von v nach y minus i mal die Ableitung von u nach y. Das schauen wir uns jetzt an am Beispiel von f von z gleich z hoch 3. Wir erwarten, dass es 3z² gibt. Setzen wir für z x plus iy ein, erhalten wir x hoch 3 plus 3x² iy plus 3iy² x minus iy hoch 3. Und wir erwarten dann, dass die Ableitung 3x² plus 6xiy minus 3y² ist. Wir berechnen auch hier wieder die einzelnen partiellen Ableitungen. Dafür halten wir für ux gleich 3x² minus 3y², für vx 6xy. Zusammen ergeben sie das, was wir gesucht haben. Auch umgekehrt, wenn man sich vy und uy anschaut, ergeben sie auch das Gesuchte.